Himbeer, Strohfunde. Ein Leberkästenturnier, 6. Januar 2016. TSV Stein. Aufschlag. Jaldi. Ein Spieler aus Russland. Begann hier beim TSV Langwasser Nürnberg. Bis die Tischtennisabteilung dort quasi aufgelöst wurde. Unter fragwürdigen Umständen. Da war wohl ein Hausmeister sehr aktiv, der möglicherweise sein Hauptproblem darin hatte, dass die Tischtennisabteilung fast ausschließlich aus russischen Mitbürgern bestand. Da wurden dann Gerüchte in Umlauf gesetzt, die ich so nicht bestätigen kann, denn ich habe sowohl das letzte halbe Jahr in Langwasser selber miterlebt, als einer der wenigen oder einzige Deutsche, als auch den kompletten Wechsel des Teams nach dem unsanften Rausschmiss zu TuS-Bo Nürnberg. Dort gab es zwar keine Tischtennisabteilung, aber der TuS-Bo hätte gerne eine gehabt und nahm dann das Team aus Russland quasi mit Verstärkung an den Steinbeck auf. Aber auch da gab es möglicherweise mittlerweile Probleme, denn Jaldi spielt mit Freund Goldsteiner jetzt bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Ebenso wie Norbert Daut, der zweite Deutsche, der in dieser Abteilung war. Über den Rest habe ich keine Informationen. Da war es dann allerdings schon so, dass, er auf Samstag trainiert wurde. Das war dann schon für ein paar zu viele, vor allem aus der zweiten und dritten Mannschaft, eine Alibi-Veranstaltung. 20 Minuten, halbe Stunde Tischtennis und den Rest Wodka-Party in der Umkleide. Für mich sehr ärgerlich, weil ich natürlich zum Tischtennis hingefahren bin und an Alkohol sehr wenig Interesse habe. Josef Adler, Rödel Zimbacher, hat hier den ersten Satz verloren. Gegen Derby, der sich deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Beim Weihnachtsturnier in Wilhelmsdorf vor zwei, drei Wochen auch sehr stark gespielt hat. Und Dani Trubi jetzt erstmals, seitdem ich kenne, und das sind schon 5-6 Jahre, höre ich, dass er nicht Trubitz ausgesprochen wird, sondern das IE wird wirklich Trubi jetzt ausgesprochen. Also das jetzt mal ganz amtlich aus dem Munde von Dani, ich habe ihn da mal selber gefragt jetzt,
nicht Drobitz, sondern Drobietz. Nicht ganz so betont, wie ich das jetzt mache, Drobietz. Und mit einem Netzroller verabschiedet er sich vom ersten Satz. 1-0 Führung notiert gegen Jens Dilling. Möglicherweise, es ist ja ein Vorgabeturnier hier, muss aber Daniel nichts oder nur sehr wenig vorgeben. Jens ist mindestens ein sehr guter B-Klassenspieler, wenn er nicht sogar schon in die A-Klasse gerutscht ist. Können wir gleich hören, wie sie zählen. Also sie zählen 0-0. Heißt beides. Ja, da wäre ich mir nicht sicher, ob der Ball nicht das T-Shirt von Daniel berührt hat. Habe ich nicht genau gesehen. Ist aber deswegen relativ irrelevant, weil ich in meinem ganzen Leben so gut wie noch nie erlebt habe, dass außer mir noch jemand freiwillig sagt, Körperfehler. Jens hat nämlich die letzten Bälle, die ich hier gesehen habe, durchaus versucht, taktisch clever den Daniel Richtung Ellenbogen, also Richtung Körper, Richtung Bauch zu spielen. Auf Tisch Nummer 4, Höfer gegen Kisslinger, 6 Punkte Vorgabe. Eine Variante, die viel zu wenig eingesetzt wird, selbst im Spitzensport. Die sich aber besonders dann empfiehlt, wenn jemand so hoch geschossen ist wie Daniel und wenn jemand auf beiden Seiten gleich stark ist wie Daniel, dann ist das durchaus eine gute Taktik in Richtung Ellenbogen. Wir bitten alle, die noch einen Leberkäs-Gutschein haben, zumindest anzuzeigen, dass sie einen Gutschein haben und willens sind, ihren Leberkäs auch zu essen. Was sonst essen wir denn auch? Damit wir planen können, ob wir den Rest für kaufen können. Timo Boll hat sich da auch in den letzten Jahren sehr ungestört, vor allen Dingen, wenn er gegen Verteidigungsspieler spielt. Früher, als er noch gut genug war, hat er die einfach durchgeprügelt, aus der Box geschossen. Jetzt geht er das viel überlegter an. Spielt 1-2 auf dem Ellenbogen. Und dann sucht er sich die Ecke aus. So, und das geht es 1-1. Josef Wadler kann hier offensichtlich mittlerweile den Druck machen, den er machen muss. Ein Problem, das er hat, solange ich ihn kenne. Auf Schlagfehler. Das leider auch sehr, sehr oft, wenn es 9 Beide oder 10 Beide steht. So, und jetzt hat er dann doch verloren. Hatte ich anders eingeschätzt. Dachte, er hat es raus, aber hat nicht geklappt. Scheiße.
Bertram Höfer schmuggelt sich hier auch noch ganz ungeniert durchs Turnier. In der Toastrunde gegen die Nummer 1 von Ziefeld in Unterasbach gegen Ferdinand Kisslinger. Komm, konzentrier dich doch. Der hier gegen die 13-jährige Lisa Tosse ausgeschieden ist. Fünf Punkte musste er hier vorgeben, das war zu viel. Oh, schlecht! Zumal er sich auf ihr Schnell-Schnell-Spiel eingelassen hat. Und das sind die Mädels halt am wenigsten empfindlich. Das ist das, was gerade der Nachwuchs gut kann. Das schnell kontern, blocken, kontern. Warum kann der?